Landesvorstands begrüße ich den frisch gegründeten Ortsverband Gallus. Ich bin sehr stolz auf die vielen Leute, die ihr versammelt habt. Und besonders stolz bin ich darauf, dass ich hier auf Kosten des Bundesvorstands Getränke verteilen darf. Die kommen natürlich vom Bundesvorstand von Leo Fischer, dem Chef von der Titanic. Und ja, wir vom Landesvorstand Hessen sind sehr, sehr stolz auf den Ortsverband Gallus. Wir haben große Hoffnungen in euch. Ihr werdet Frankfurt zu zukünftigen Höhen führen. Und sonst gibt's Saures. Wir trinken auf Gallus. Prost! Gallus! Wir sind ja heute hier, so wie Sie auch, weil sich der Ortsverband Gallus, der Partei, die Partei hier gegründet hat. Und wir sind ja hier aus einem ganz wichtigen Grund. Wir wollen hier einiges im Gallus auch verändern. Sie wohnen alle im Gallus, entnehme ich Ihre Aufmachung. Wir machen das jetzt auch öfters, dass wir uns hier engagieren für Sie, wie Sie hier Ihr Bier trinken wollen. Wir wollen, dass das so bleibt, auch in Zukunft. Wir sind zum Beispiel für die flächendeckende Erschließung mit Trinkhallen im gesamten Viertel für Sie. Natürlich mehr Trinker im Gallus und auch mehr Möglichkeiten zu trinken im Gallus. Aber aus aktuellem Anlass, wir haben unseren Führer auch verloren. Es ist jemand zurückgetreten, Sie haben es vielleicht mitbekommen. Die sich jahrelang abzeichnende Korruption in der aktuellen Politik hat ein weiteres Opfer gefordert. Das ist sehr schade, ich habe ihn sehr gemocht. Wir bedanken uns bei diesem Mann, ja, der Herr Wolf. Schade, dass er nicht mehr da ist. Er hat sich jahrelang über Wasser halten müssen mit Geschenken von Geschäftsfreunden, aber auch von anderen Wirtschaftsbossen und Leute, die ihn irgendwie gut fanden. Da wollen wir auch hin. Ich sage es Ihnen auch, wir werden auch käuflich sein, wenn Sie ein Anliegen haben. Sie können uns hier mit Bier bestechen, gerade auch in der guten Stute. Sie könnten hier, während ich die Rede halte, auch gern schon mal damit anfangen. Wir wohnen alle länger schon im Gallus. Ich erzähle ein paar Worte über das Gallusviertel. Das war ja früher hier alles voller grüner Wiesen, spielender Kinder, lachenden Hunden. Hier gab es ganz viele Wiesen, auch hier, wo sie sich gerade befinden. Man nannte sie die Galgenwiesen. Das Gallus war früher ein wichtiger Bestandteil von Frankfurt. Hier wurden Leute hingerichtet zum Wohle aller, die hier leben. Das Problem, das wir seit einigen Jahren aber hier haben, ist, dass es mit einer verfehlten Stadtteilpolitik, gerade auch hier im Gallus mit einigen Spaßparteien, die sich hier etabliert haben, um nur einige zu nennen, SPD, FDP und Grüne, die auch hier einen Ortsverband haben. Hier wird ein Umbau vorangetrieben, den wir nicht gut finden. Hier wird ein Europaviertel uns vor die Tür gesetzt. Ein neuer Yuppie-Slum, noch mehr Leute aus dem Holzhausenviertel, die dann hier das Gallus bevölkern. Es wird mit Sicherheit weitere mindestens 5 Bio-Läden geben. Und natürlich mit den angeschlossenen Kaffeehäusern, damit diese Herrschaften auch ihren Soja-Chai-Latte Double Shot genießen können. Christmas Caramel. Ja. Christmas Flavors. Ja, einige Leute von Ihnen kennen das schon, ja. Ich sehe hier einige Starbucks-Kunden. Ja, ja. Vielen Dank, ja. Kurzum, gerade einmal 100 Jahre nach den Galgenwiesen liegt das Gallus hier am Boden. Es musste was passieren, deswegen sind wir hier, deswegen haben wir uns gegründet. Die Pro-Gallus mit der Koalition von SPD, Grünen und CDU mit ihren lausigen Ortsverbänden machen Stimmung zum Beispiel auch gegen die Galluswarte, wie sie heute ist. Sie wollen sie umbauen. Da kommt ein Café rein. Vielleicht kann mir der Herr stellvertretende Vorsitzende hier mal ein Bild zeigen. Sie können sich das gerne auch mal anschauen. Da ist
eine architektonische Ausschreibung passiert. Die Galluswarte wird umgebaut. Sie sehen das hier oben sehr schön. Ein Glaskasten mit angeschlossenem Kaffeehaus. Ja. So soll das später aussehen. Ja, genau. Wir sagen, Galluswarte bleibt, aber schöner. Um noch was zu diesen Ortsverbänden hier zu sagen, zum Beispiel der Ortsverband der SPD, wo trifft er sich hier? Im Altenheim in der Frankenallee? Ist das noch seriöse Politik oder sterben wir uns nicht eh alle bald weg? Die Grünen im Ortsverband, sehr schön, haben sich hier wählen lassen zur letzten Kommunalwahl, haben sich das letzte Mal getroffen im schönen Frühling 2011. Seitdem ist nichts passiert, es ist niemand da, der sich hier die Probleme ihrer annimmt. Wir treten in diese Leerstelle hinein. Sofern sie uns gut bezahlen. Also mit der aktuellen politischen Machtverteilung im Gallus wird keine lebenswerte Zukunft möglich sein. Wahllose Hirngespinste, Leute, die sich in Altenheimen zum Tanztee treffen. Damit ist jetzt Schluss. Sie müssen nun keine Angst mehr haben, in das Netz der ominösen Altparteien wie CDU oder FDP oder den Grünen zu fallen, sich zu verfangen. Sie verfangen sich jetzt lieber im Netz der Partei, die Partei. Und zwar im Netz, was wir im Hafenviertel auswerfen werden. Wir werden das Gallus umbauen. Das aus dem Europaviertel machen wir einen schönen Hafen. Sie sehen das hier auch. Dieser Sonnenuntergang wird mindestens einmal täglich dort auch so stattfinden. Das wird den neuen Glanz erstrahlen. Wir werden hier Veränderungen herbeiführen, die es seit Kriegsende so nicht mehr gegeben hat hier. Wir werden hier in den kommenden Wochen und Monaten mit realistischer Politik, schlüssigen Konzepten und verdammt guten Aussehen, Sie sehen das an mir, die Mehrheit der Wähler für unsere Projekte überzeugen, die nicht mal mit der Bau der Elbphilharmonie in Hamburg vergleichbar werden, meine Damen und Herren. Ja, ja. Bringen wir das Gallus endlich seinen Ruhm zurück. Machen wir das Gallus endlich wieder wichtig. Machen wir das Gallus, wie es 9 von 10 jetzt schon wollen, Umfragen haben, die es ergeben, zu einem Viertel mit Hafen. Vielen Dank. Sie können jetzt Fragen stellen. Sie können uns hier mit Bier versorgen. Sie sehen, wir sind ziemlich wenige. Es könnte günstig werden. Ich möchte mich natürlich auch bedanken beim Bundesverband, der heute anwesend ist, beim Landesvorsitzenden und beim Landesgeschäftsführer der Partei, die Partei. Kostenlos. Flips für alle. Flips für alle.